Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Kristall Edition. Ja, im letzten Part haben wir den Einheitstunnel abgeschlossen, sind hier nach Azalia City gekommen und ja, ich habe ja gesagt, dass ich jetzt offscreen-mäßig meine Pokémon hochtrainiere und natürlich zwei weitere Pokémon einfange, und zwar einmal Vulpix und Hundusta. Hier hätte ich mir sie wirklich gewünscht, auf der Route 31 war es. Warum, wieso, weshalb, habe ich ja im letzten Part gesagt, warum ich sie mir gewünscht habe. Weil A, Vulpix gibt es ja in der Kristall-Edition überhaupt nicht, kann man ja nicht bekommen. Oder erst in Kanto, ich bin mir da sehr unsicher. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, Pokédex auf Hundusta Gebiet, kann ich hier leider auch nicht so sehen, dass es hier in Johto existiert, obwohl es ein Johto-Pokémon ist. Ich gehe nochmal drauf ein. Kleinen Moment, Ton ist weg erstmal für euch. Ich gehe mal drauf ein, wo es existiert. Moment, einmal Vulpix. Wo kann man Vulpix in der Kristall-Edition bekommen? Man kann Vulpix in der Kristall-Edition und in der goldenen Edition nur per Tausch bekommen. Also habe ich es schon mal gut gemacht, dass ich es dort bekommen habe. In Silber kriegt man eben Vulpix auf der Route 7, 8, 36 und 37. Ja, das war erstmal der Fundort von Vulpix. Und jetzt gehe ich schon nochmal runter zu unser schönen Hundusta. Hundusta kann man in Gold, Silber und Kristall nur auf der Route 7 bekommen. Die Route 7 ist zwischen Prismania City und Saffronia City. Ja. Es ist so lächerlich weit weg. Es ist, wie soll ich sagen, das ist abnormal. Es ist abnormal weit weg. Obwohl man im Anime gesehen hat, dass Hundusta theoretisch in Johto lebt, ist Pokémon viel zu weit weg. Ich find's traurig. Warum hat man es, ich kann ja mal mit der Maus drüber gehen, warum hat man es nicht hier gemacht oder hier auf der Route? Ja, hier auf der Route, also Route 33, Route 32, so nur noch hier auf der Route. Hier müsste es die Route 34 sein. Hätte ich mir höchstpersönlich gewünscht. Aber aller spätestens hier oben, am Zorn des Sees, aller spätestens dort oben, hätte ich mir Hundusta gewünscht. Warum, wieso, weshalb? Es ist ein gutes Feuer-Pokémon. Man sieht es so selten hier in den Kämpfen. Und man sieht nur die Vollentwicklung in der Pokémon-Liga. Also bei der Top 4 sieht man nur Hundemon. Ja, ich verstehe es manchmal nicht, warum man es so gemacht hat, dass manche Johto-Pokémon erst drüben in Kanto einfangbar sind. Verstehe ich bis heute nicht. Naja, man hätte es ja tagsüber machen können, also am Morgens, weil im Pokédex stand irgendwas mit Morgengrauens oder Morgengrauen, hätte man es so machen können, tageszeitbedingt, dass man sagt, okay, Hundusta und Vulpix kann man eben an unterschiedlichen Tageszeiten bekommen. Entweder nachts öfters oder am Morgengrauen findet man Hundusta öfters und Vulpix findet man eben öfters tagsüber anstatt morgens. Morgens sieht man es eher seltener als tagsüber. Hätte man so viele Sachen machen können. Aber nein, Game Freak meinte sich damals, Hundusta ist ein Zweitgen-Pokémon. Wo setzt man denn das überhaupt hin? Jetzt haben wir die Routen vollgeballert schon. Mit den Pokémon, die schon auf
der Route 29 bis hin zur Route 33 schon doppelt und dreifach zu sehen sind. Wohin tun wir denn Hunduster rein? Dort passt es also nicht rein. Also tun wir doch eventuell dort in Kanto hineinstecken. Auf der Route 7. Zwischen Prismania City und Safronia City. Warum? Wieso hat man das damals so gemacht? Game Freak. Was habt ihr damals geraucht? Yodo-Pokémon, Zweitgen-Pokémon erst so spät zu bekommen zu lassen. Das, ich verstehe es bis heute nicht. Naja, wir haben es auf jeden Fall. Wir haben es auf jeden Fall auf Level 14 hochtrainiert. Kleinstein genauso wie Onix und Taubsi auch natürlich das Level angepasst. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wir haben eine richtige Gesteinsschwäche mit Iglava, Hunduster, Taubsi und Zubat. Dafür haben wir ja Kleinstein und Onix, die es so encountern können, ein bisschen resistieren können. Aber trotzdem, das ist schon ein bisschen eklig. Hunduster, dass es mehr KP hat als Onix, hätte ich jetzt mir nicht ausrechnen können, aber okay. Obwohl noch Hunduster ja eine Entwicklung hat, demnächst, in 10 Level, also Level 24 müsste es sich sogar entwickeln. Und wir können ja gar nicht mal zum Fleckmon-Brunnen hingehen, warum auch immer. Was hat denn der hier zu sagen? Alle Fleckmon sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihr Routen verkauft werden. Okay. Ich denke mal, wir gehen mal noch nicht hier in das Haus hinein, sondern wir holen uns erstmal von dem Obstbaum ein Aprikoko. Also weiß. Aprikoko weiß holen wir. Daraus können wir Bälle machen bei den älteren Herren hier namens Kurt. Und ja. You. Was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähl dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzen. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben in Kanto. Ja, ich weiß, das war ich, ja. Und die ganzen anderen Pokémon-Profis da draußen, und zwar ihr. Ihr habt es damals auch wahrscheinlich so gemacht. Ihr habt Team Rocket in den Arsch getreten und jetzt tauchen sie wieder in der zweiten Generation auf. Okay. Aber das mit den 3 Jahren kann ich nicht verstehen. Weil Pokémon Gelb kam ja raus und ein Jahr später kam ja dann Pokémon Gold und Silber raus. Und da hat ja Kurt auch das Gleiche wahrscheinlich gesagt. Aber jetzt sind sie am Brunnen, nicht im Brunnen, und schneiden die Routen von Fleckmon ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Halt durch, Fleckmon, der alte Kurt ist auf dem Weg. Okay. Wir müssen also jetzt Kurt helfen, weil ja, er ist in den Brunnen hineingestürzt. Komischerweise. Ja. Frag mich nicht, wieso. Hallo, you. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinen Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist. Wenn ich fit wäre, würde meine Pokémon sie bestrafen. Mir ist nicht zu helfen. You, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Ja, mache ich natürlich. Ganz gerne. Gibt dir ein Item? Nö. Wir müssen Team Rocket jetzt in den Arsch treten. Wieder einmal. Mal schauen, wann sie die Lektion gelernt haben. Aber ich glaube, die werden es nie lernen. Die werden immer und immer wieder kommen. Hier, wie im Anime. Im Anime kommen die ja auch. Also mindestens Jesse, James und Yamauchi. Die kommen ja wirklich, glaube ich, noch in der 6. Generation? Oder war das nur bis zur 5? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ich glaube aber 6. Generation waren sie ja auch da.
Soweit habe ich aber den Anime wirklich noch nie eigentlich angeschaut. Muss ich ehrlich dazu sein. So, einmal Glut. Müsste mal auch die Statuswerte mal mir genauer anschauen, die von den Teammitgliedern. Gerade was die so sind, ob die eher speziell angreifen oder physisch angreifen. Gerade Iglava bin ich mir gerade sehr unsicher, ob das speziell oder physisch war. Weil wenn es speziell ist, muss ich mal schauen, was es noch so für Attacken erlernen kann und was da von Typen speziellen war. Wenn es aber physisch ist, kann ich die ganzen Feuerattacken vergessen, eigentlich. Weil das ist ja so, dass Feuer noch von speziell eingegliedert worden ist. In der zweiten Generation, dritte Generation auch noch. Da muss ich nochmal aufpassen und schauen. So, dieses Ratschwatz hat's überlebt, aber auch nur eine Runde. Und weg mit dir. Und ein Volltreffer. Sehr schön. So, wieder ein Teil geht nach Hause. Und da ist die nächste Team Rocket-Mitgliederinnen. Sieht für mich aus wie Jessie, irgendwie. Mit den roten Haaren, also der Artstyle. Aber es ist ja nicht einmal Jessie. Also mit den roten Haaren denkt man schon, dass es Jessie ist, aber nein, es ist tatsächlich nicht so. So, einmal bitte Glut. Schal. Mal schauen, ob ich durchkomme. Unser Igelava ist verwirrt und hat sich selbst verletzt. Ja, schade. Und dann auch noch so viel Schaden hat sich selbst. Übrigens, ich habe offscreen-mäßig ein paar Tränke gekauft. 10 Stück, also 3000 sind verloren gegangen und mein Geld und mein ganzes Taschengeld, was ich mir gesammelt habe, sind da 3000 verloren gegangen. Aber ich denke mal, das macht gar nichts aus eigentlich. Wir müssen auf jeden Fall nochmal dann demnächst Geld sparen für bestimmte Attacken, die ich auf jeden Fall mir holen möchte irgendwann. Oder ich werde sie irgendwann mehr holen. Oder wenn ich geile Items bekomme irgendwo oder finden werde, werde ich sie natürlich verkaufen. Muss ich aber mal schauen, wie ich das Ganze mache. Also was heißt geile Items wie Nuggets, ja? Nuggets können permanent auftauchen. So, wir sind endlich nicht mehr verwirrt, haben dafür richtig viel kassiert schon. Ja. Einmal, glaube ich, selbst verletzt. Und ja, jetzt mit Giftstachel. Ich hoffe, dass wir nicht vergiftet werden. Wir könnten theoretisch die Lava die Giftbeere geben, dass wir uns dann wieder vom Gift heilen können. Noch mit Wickel und Giftstachel. Aber wir müssten es besiegen jetzt, oder? Ja. Gut und weg. 3 Level höher. Level 15, sehr schön. Und Rocket Rübel. Hätten sie auch Namen geben können, anstatt nur Rocket Rübel. Naja. Superdrang tut's auch, denke ich mal, für Iglava. Wir könnten theoretisch mal Hunduste mal eintauschen, um zu schauen, was es so Schönes drauf hat. Also, wie gesagt, Hundemon ist mein gefühlt mein Zweitlieblings-Pokémon aus Johto, also aus der zweiten Generation. Wenn man die Pokémon von der zweiten Generation nimmt, die 100 Stück, die dazugekommen sind.
So, ratzfratz, wieder mal. Wir machen wieder gut. Hier bin ich ja auch mir sehr unsicher, ob Hunduster eher physisch oder speziell angreift. Müsste ich auch gleich mal schauen. Wo der Wert eben höher ist oder niedriger ist. Aber ich glaube, Hundemon greift eher physisch an. Anstatt speziell. Glaub ich. War das egal bei Hundemon? Muss ich gleich mal schauen. Level 14, Level 15er Bereich ist es so, da sieht man schon, wo geht's eigentlich später hin. Ob das physisch gut wird oder eher speziell gut wird. Und ja, da muss ich gleich mal schauen. So, Zubat wurde auch besiegt. Und das letzte Pokémon ist wieder mal ein Zubat. Yeah! Wer hätte es gedacht? Auch hier wiederum sage ich nur eins. Die Auswahl von den Pokémon sind sehr gering. Also man sieht wirklich gefühlt immer und immer wieder die gleichen Pokémon. Ob nun von Team Rocket oder von den Random Trainern. Man sieht wirklich fast immer ausschließlich dieselben und die gleichen Pokémon. Genauso wie in der Wildnis. Ich habe ja gesagt, auf der Route 29 bis Route 32 im hohen Gras sieht man gefühlt immer und immer wieder die gleichen Pokémon. Es ist da wirklich kein Unterschied zu sehen. So. Status. Hundemon, wohin gehst du? Du gehst doch zum speziellen Angriff über. Habe ich gar nichts gesagt. Dann ist Hundemon doch eher Richtung mit Typ Undicht und Feuer gar nicht mal so schlecht. Also wenn wir noch Biss erlernen würden oder Knirscher dann später, da der Undicht speziell ist, ist es ja gar nicht mal so verkehrt. Oh mein Gott. Ja, deswegen ist ja Hunduster auch zu spät einzufangen, weil das eben so gut ist. Wir gucken mal, Igelava. Igelava ist auch eher der spezielle Angreifer. Okay. Jetzt ist es gar nicht mal so schlecht. Ja. Gut zu wissen. Oh, nichts. Du gehst natürlich auf die Verteidigung und dann später auf Angriff. Das ist klar. Hopsi, du gehst auf den Angriff. Normal und Flugattacken, das ist auch bekannt. Einstein, Verteidigung und Angriff. Innet, naja, eine Sache. Und Zubat geht natürlich auf den physischen Angriff und auf die Innet. Ich werde natürlich Kleinstein, Onix, beziehungsweise dann später Stalos austauschen. Taubsi, Tauboga, Tauros, keine Ahnung, bis wohin ich die Pokémon noch hochtrainiere. So sieht es erstmal mein Team aus. Werde ich natürlich dann alles wieder noch umtauschen. Ja, sprich Majomai, Navita und werde ich mir noch alles holen und gönnen. Und wenn wir wirklich dabei sind mit Navita, ich bin mir gerade sehr unsicher, kann man in Tukatia City Teratini bekommen? Wenn ja, werde ich da anstatt Teratini, natürlich werde ich mir Teratini und auch Navita dann gleich mal holen. Ja, das werde ich machen. Was ich aber auch nicht verstehe, ist zum Beispiel Marolo, dass man im Kesselberg es nur bekommt. Das verstehe ich nicht. Man hätte es hier auf den, ich glaube Route 34 müsste es sein, nach den Steineichenwald. Hätte man das da hinzugefügt, als einziges Kampf-Pokémon, wäre es gut, oder ein bisschen weiter oben, auf der Route 35, 36, denn man kann in Tukatia City mit einem Tausch-Event ein Marolo bekommen.
auch wieder mal Spitzname trägt es und zusätzlich, ja, kriegt es ja mehr EP. Aber ich bin mir gerade sehr unsicher, gegen welches Pokémon. Ich glaube, gegen ein Abra wollte es der Herr tauschen. Muss ich nochmal gucken. Yeah, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. In den Arsch getreten, besser gesagt. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du so sehen, wie wir für Unruhe sorgen. Welches Pokémon willst du denn einfangen? Oder was wollt ihr denn einfangen? Ho-Oh, Lugia, Celebi, Suicune, Raikou, Entei? Keine Ahnung. Weiter so, Yu. Team Rocket ist aber abgehauen. Meinen Rücken geht es schon besser. Lass uns gehen. Wie es geht ihnen besser. Egal. Azalea City. Hi, Yu. Du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre für einen Trainer wie dich, Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe. Aber bitte nimm es. Du erhältst Köderball. Wir erhalten den Köderball. Yeah. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie von Bäumen und bringe sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du eine Aprikoko für mich schon? Ich werde einen Ball daraus machen. Welche Aprikoko soll ich benutzen? Aprikoko weiß. Ja, hier kann man natürlich auch mehrere Aprikosen ihm geben. Also wenn man jetzt 10 hat, kann er insgesamt an einem Tag dann 10 Bälle machen anscheinend. Ich bin mir aber sehr unsicher. Die Bälle sind aber auch verbuggt in der zweiten Generation, muss ich ehrlich dazu sein. Mondball soll ja sehr gut für Mond-Pokémon sein, die sich per Mondstein entwickeln. Schwerball soll ja gut sein für die schweren Pokémon, wie Relaxo zum Beispiel. Ja, das geht aber nicht. Das ist. Nee. Das ist aber nicht so. Schade eigentlich. Wirken wie einen normalen Ball eigentlich. Flottball oder was auch immer man bekommt. Könnt dann nochmal schauen. Wie war das mit den Bällen? Man bekommt einen Köderball. Man bekommt einen Turboball. Man bekommt Mondball, Freundschaftsball, Simpaball. Nicht Super oder nicht Superball, sondern Sympathieball, also Simbaball, Levelball und Schwerball. Ich muss ehrlich dazu sein, es ist nichts für mich. Ich gehe auch nicht jeden Tag zu Quarte und hole mir die Bälle. Auf jeden Fall nicht. So, wir können theoretisch jetzt noch die letzten 7 Stunden hier im Phlegmonbrunnen nach Phlegmon suchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Phlegmon auftaucht, ist sehr gering, und zwar 15%. Wir müssen 2 Phlegmons suchen. Ja. Ich werde sehr viel Spaß haben. Oh, ich habe nichts gesagt. Direkt einen Phlegmon gefunden. Und das ist einmal Clue, bitte. Und nochmal Knut. So. Heuler. Von mir aus setzt Heuler ein. Ich muss, glaube ich, auch ein paar Bälle wieder mal demnächst holen. Weil. Kann ich jetzt schon sagen. Werden noch so einige Pokémon kommen, die auf uns warten. Nur um einzufangen zu werden. Das ist wirklich extrem. So, ich muss jetzt noch ein weiteres Phlegmon einfangen für Lashoking, beziehungsweise für Lamos, für Phlegmon.
Muss doch für Lamus. Aber ehe ich das zweite Phlegmon begegne, das wird wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Ewigkeit dauern. Viel Spaß beim Zuschauen. Vielleicht habe ich Glück und es taucht jetzt auf. Direkt. Dann wäre ich sehr glücklich. Und? Taucht es auf? Ja? Nein? Vielleicht? Potenziell? Ich bin mir nicht so sicher, ob dies irgendwann mal auftaucht. Also damals kamen mehr Pokémon. Also ohne Mist, damals kamen hier mehr Pokémon. Ah, jetzt so. Ah, kein Phlegmon. Schade. Hier im Phlegmon-Tunnel muss ich auch natürlich noch ein bestimmtes Item dabei haben. Und zwar Stärke, glaube ich. Für hier hinten, dass ich eine Etage weiter runterkomme. Dass mir da die ganzen Items haben. Also ich werde irgendwann, wenn ich genug Items habe, Stärke, Schürfer, Fliegen, Zertrümmer habe, dann nochmal hier hineingehen zu den alten Routen und da nochmal alles erkunden. Ja? Achso, ja, wir müssen ja theoretisch auch mal langsam in Professor Lind Bescheid sagen, dass unser Togepi ausgeschlüpft ist. Du bist außerhalb des Servicegebiets. Oh, okay. Dann muss ich außerhalb des Phlegmon-Tunnels ihn mal anrufen. Oder wir werden es dann im nächsten Part machen. Dass ich Kurt anrufe, Professor Lind anrufe, wegen Togepi. Hab ich ja auch komplett vergessen im letzten Part. Dass ich ihn Bescheid sage. Wir sollten ja ihn dann anrufen. Ich weiß nicht, ob ich auch Togepi ihn zeigen soll. Oh, Phlegmon. Sehr schön. Dann ging das doch relativ schneller als erwartet eigentlich. Das Hochtrainieren wird eklig, kann ich jetzt ja schon sagen. Es ist ja nicht so wie in der fünften Generation. Ach komm, wir suchen einfach nach einem Urdorf, was uns auf Level 8 schon 1000 EP gibt. Oder schon mehr als 500 EP gibt. Und ja, ich hab keine Ahnung. War das Glücksei, wo man mehr EP bekommt? Ab wann kann man das überhaupt bekommen? Ab welcher Generation? Bin ich mir auch sehr unschlüssig. Kann man das schon hier ab der zweiten Generation bekommen? Ab bestimmten Moment, und zwar ab dem Moment, wo man Chanaira einfangen kann. Ich glaube schon. Bin mir aber sehr unsicher. So, du setzt einmal Fluch rein, ist okay. Jene zinkt, Angriff steigt und Verteidigung steigt. Ja, schön. Greifen aber speziell an. Beinahe besiegt. Mir aus Fluch dich hoch. Wir haben noch drei Bälle. Meisterball will ich natürlich nicht verschwenden. Kann ich jetzt schon sagen. Eins, zwei, drei. Nicht drin geblieben. Wir könnten theoretisch den Köderball versuchen. Weil der Köderball soll ja angeblich für Wasser-Pokémon sehr gut sein. Ein Ball für Pokémon an der Angel. Okay, an der Angel. Was auch überhaupt nicht stimmt. Eins, zwei, drei. Schade. Ich glaube, das zweite Phlegmon muss ich demnächst einfangen oder mit dem Meisterball einfangen. Juhu! Nein. Wenn er jetzt nicht drin bleibt, werde ich es offscreen-mäßig nochmal probieren.
wenn ich genug Bälle holen kann, nachdem ich Kai besiegt habe. Eins, zwei, drei, bleib bitte. Alles klar, ich muss also erst Kai besiegen, um das Phlegmon, das zweite Phlegmon zu fangen zu können. Holt man sich schon über 30 Bälle und was passiert? Die bleiben einfach nicht drin. Es ist so lächerlich. Naja. Ich will natürlich keinen Meisterball verschwenden für so ein Pokémon. So, wir rufen natürlich jetzt nochmal Professor Lind an. Hallo Yu, was macht das Ei? Wie es ist geschlüpft? Wow, was für ein Pokémon ist das? Komm und zeig es mir bitte. Ja, wir müssen es sogar auch noch zeigen. Okay, werde ich natürlich später machen, wenn ich Fliegen habe, werde ich natürlich Togepi dann ihn zeigen. Wie schon gesagt, ich hatte mein komplettes Geld ausgegeben für Tränke. Jetzt muss ich natürlich mal schauen, verkaufen. Was kann ich verkaufen? X-Angriff kann ich verkaufen. X-Abwehr kann ich verkaufen. Supertrank. Ja, komm. Mehr Verkauf, Supertrank. Somit können wir natürlich wieder ein paar Pokébälle holen. Holzkohle könnten wir auch uns holen, aber Holzkohle kriege ich ja nochmal geschenkt. Hol ich mir insgesamt 11 Stück erstmal. Wie gesagt, das Geld geht hier wirklich flöten. Offscreen-mäßig werde ich dann jetzt nochmal dieses Phlegmon einfangen. Wünscht mir Glück, dass es relativ schnell geht. Naja. Mal schauen. Und im nächsten Part werden wir Kai herausfordern, den Käfertrainer. Darauf gehe ich auch dann mal drauf ein, was ich mir so allgemein gewünscht hätte, was er bekommen hätte können. Weil Kukuna, Safcon und nur ein Sichlor ist für mich zu schwach. Sag ich jetzt nur. Ich sag euch mal, was ich mir gewünscht hätte, theoretisch. Naja, wir sehen uns dann aber im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.